Liebe Werderanerinnen und Werderaner, wir haben uns gedacht, zum Ende dieser doch aufreibenden Hinserie kommt mal jemand, der das Ganze besonders gut, besonders nah und aus einer besonderen Perspektive beurteilen kann. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und ich bitte Sie um einen herzlichen Applaus für jemanden, der für unseren Verein seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten fast schon, Verantwortung übernommen hat und das immer sehr gut gemacht hat und weiter gut machen wird. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. Herzlich willkommen, Frank Baumann. Guten Abend. Hallo. Ja, Baumi, in der Vorbereitung für dieses Gespräch, wir reden gleich natürlich auch noch über das Spiel, in der Vorbereitung für dieses Gespräch habe ich nochmal nachgeguckt, wie lange du eigentlich schon in Bremen bist. Weißt du es selber? Seit wann genau noch? Ja, 1.7.99. Ja, genau. Das sind schon ein paar Jährchen. Ja, das sind schon ein paar Jährchen. Wie hat sich der Typ, der Mensch Frank Baumann in diesen Jahren hier in Bremen verändert? Was glaubst du? Wie ist deine eigene Einschätzung? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass ich etwas reifer geworden bin, dass ich mehr graue Haare bekommen habe, was jetzt nicht an dem Verein lag, sondern war einfach eine wunderschöne Zeit. Natürlich als Spieler eine sehr schöne Zeit gehabt, 10 Jahre hier spielen dürfen und danach in verschiedenen Positionen auch meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass wir gut aufgestellt sind und deswegen glaube ich, ist man insgesamt, hat man natürlich viel Erfahrung gesammelt, ist dadurch insgesamt breiter aufgestellt, deutlich reifer geworden und ich glaube, dass der Verein mir sehr, sehr viele schöne Erinnerungen geschenkt hat und ich dafür sehr, sehr dankbar bin. Lass uns doch nochmal ganz von vorne anfangen. 1999, als du den ersten FC Nürnberg verlassen hast. Was war das aufschlaggebende Moment? Ein Mittelfranke oder ein Unterfranke oder auch ein Oberfranke kommt ja nicht automatisch so wahnsinnig gern nach Norden. Hier ist kalt, hier regnet es immer, die Sprache verstehen Sie auch nicht. Also was war sozusagen, wer hat dich überredet, hierher zu kommen? Was waren die Gründe? Man muss ein bisschen zurückgehen. Ich hatte 1996 schon mal Angebot von Werder, von 6, 7 anderen Erstligisten auch. Ich habe mich damals aber entschieden, mit Nürnberg aus der zweiten Liga in die damals zweigeteilte dritte Liga zu gehen. Dort dann auch den Wiederaufstieg geschafft in die zweite Liga, Durchmarsch in die erste Liga. Dann leider wieder abgestiegen. Auch dann gab es sehr, sehr viele Vereine, die Interesse hatten. Ich hatte 96 Bremen besucht mit meiner Frau und wir hatten damals einen sehr, sehr guten Eindruck. Wir hatten ein Gefühl, dass wir hierher sehr, sehr gut passen können zu dem Verein, zu der Stadt. Und das Gleiche war dann 99. Das entscheidende Gespräch gab es damals mit Thomas Schaaf, weil natürlich für einen Spieler der Trainer sehr, sehr wichtig ist. Und Thomas konnte Spieler und Menschen begeistern von seinem Fußball, von seiner Idee, Fußball spielen zu lassen, aber eben auch von Werder, von dem Verein. Und das hat dann den Ausschlag gegeben, dass ich mich eben für Werder, die damals auch gegen Abstieg gespielt haben, 99, gegen sportlich und finanziell lukrativere andere Angebote entschieden habe. Ich kann mir vorstellen, Thomas Schaaf und Frank Baumann sind ja echte Plaudertaschen. Die reden ja ohne Punkt und Komma und ohne Ende. Wie lange hat euer Gespräch gedauert? Also mindestens 2,5 Stunden. Okay. Ich glaube, dass das Image von Thomas, von mir, über mich möchte ich da nicht groß urteilen, dann doch das Falsche ist. Ich glaube, du kennst Thomas ja auch sehr, sehr gut. In der Öffentlichkeit kommt er natürlich so rüber, aber er kann schon sehr, sehr gut unterhalten und sehr anders auftreten. Okay. Das war der Einstieg 1999 und jetzt sind wir hier mitten in der fröhlichen Winterpause. Man muss es ja doch jetzt so sagen. Ich glaube, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das heute war nochmal versöhnlich nach einer Hinserie, Frank, da sind wir auch ganz ehrlich, die wir uns alle einschließlich unseres Managers ganz anders irgendwie doch vorgestellt haben. Und doch, wenn man jetzt vor Weihnachten, 3 Tage vor Weihnachten hier ist und sagt, wir sind nicht auf einem Abstiegsplatz, wir sind auf dem Relegationsplatz. Erstens, wir sind zweitens vor einem Verein aus, ist jetzt auch egal, und wir sind drittens im Pokal Viertelfinale, dann ist das doch erstmal eine recht positive Zwischenbilanz. Nein. Nein. Für mich nicht. Okay.
natürlich, wenn man den Saisonstart dazu nimmt und haben wir die letzten Wochen eine sehr, sehr gute Phase gehabt, mit guten Spielen, mit schweren Spielen, auch mit dem Sieg, vor allem in Dortmund auch, ja, glaube ich, nochmal einen wichtigen Dreier geholt. Aber natürlich können wir nicht zufrieden sein mit der Hinserie, weil wir nach der sehr guten Rückrunde natürlich gehofft haben, dass wir diesen Weg auch weitergehen können, dass wir aus dem gesicherten Mittelfeld vielleicht wirklich mal mit einem guten Lauf dann auch vorne mal uns bewegen können. Ranriechen können. Ja. Und es hat leider nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen, glaube ich, kann man mit den letzten Wochen zufrieden sein. Mit der kompletten Runde bin ich zumindest. Und das ist unser Anspruch, sollte unser Anspruch sein, eben nicht zufrieden zu sein. Natürlich gehen wir jetzt mit einem guten Gefühl aufgrund der letzten Wochen in die Winterpause. Und sind auch optimistisch, dass wir eine Rückrunde in den Klassenerhalt schaffen können. Aber trotzdem können wir oder müssen das natürlich auch sehr, sehr genau analysieren, woran das lag. Und die Situation auf keinen Fall unterschätzen. Ich kann mir vorstellen, das ist ja in der Verantwortung eines Sportgeschäftsführers, Sportmanagers, Sportdirektors, wie immer man das bezeichnen will, dass man natürlich sich auch schon so seine Gedanken gemacht hat, woran das denn gelegen hat, dass wir nur auf Rang 16 stehen und das ein oder andere Spiel auch nicht so doll gespielt haben. Wie fällt denn so deine erste vorsichtige Analyse aus? Woran hat es denn gelegen? Ja, ist immer schwer zu sagen, weil es ist schon so, dass es intern natürlich sehr, sehr intensiv und auch sehr kritisch analysiert wird. Was man dann nach außen gibt, ist was anderes. Ist dann immer noch was anderes. Ja. Und deswegen, wir sind zwar hier unter uns, aber deswegen möchte ich da auch nicht so ins Detail gehen. Aber es gibt natürlich Gründe, warum wir nicht so erfolgreich waren. Natürlich haben wir einen Umbruch im Sommer wieder gehabt, auch das aus verschiedenen Gründen. Wir haben viele Verletzte zu Saisonbeginn gehabt, viele wichtige Spieler, die ausgefallen sind. Niklas Mosander, Slatti sehr lange ausgefallen ist, Max auch immer wieder ausgefallen ist leider. Und das sind Sachen, die wir nicht so kompensiert haben, dann kommt der schlechte Start mit einem schweren Aufbauprogramm dazu. Dann leidet das Selbstvertrauen auch ein bisschen, man kommt in so einen Abwärtsstrudel hinein und das ist eben sehr, sehr schwer aufzuhalten. Wir haben dann auch einen Trainerwechsel vorgenommen, weil wir nicht mehr die Überzeugung hatten, in dieser Konstellation dann auch das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und die Mannschaft eben auch weiterzuentwickeln. Und dann seit dem Trainerwechsel, glaube ich, konnte Florian der Mannschaft sehr, sehr schnell einen neuen Impuls geben und konnte eben auch dieses Potenzial, das in der Mannschaft auch vorhanden ist, auch wieder freilegen, Lösungen anbieten. Und das konnte man, glaube ich, auf dem Platz dann auch sehen. Gut, machen wir mal da einen kleinen Haken hinter und fragen den Verantwortlichen, was wird er denn in der Winterpause jetzt tun, die ja sehr, sehr kurz ist? Wir fangen ja am 13. Januar schon wieder an, aufgrund der Weltmeisterschaft, die in Russland nachfolgt. Was kann und wird denn Frank Baumann tun, um möglicherweise, wir wissen es ja nicht, die Mannschaft auch noch zu verstärken? Ist da irgendwas geplant? Ihr schaut natürlich immer euch um im Markt, ihr habt Scouts überall unterwegs, aber kann man schon irgendetwas sagen dazu, ob noch jemand kommen wird? Nein, grundsätzlich so, dass wir unserem Kader vertrauen, dass wir aus meiner Sicht auch im Liga-Vergleich mit 6, 7, 8 anderen Mannschaften, mit denen wir uns auch messen können, auch gut aufgestellt sind. Wir haben natürlich jetzt eine Situation, dass uns ein absoluter Leistungsträger mit Finn danach fragte ich, genau, die komplette Rückrunde auch ausfallen wird. Ja. Und natürlich muss man sich da Gedanken machen, ob wir diesen Ausfall so ersetzen können, weil diesen Spielertypen haben wir im Kader nicht. Und deswegen schauen wir uns natürlich sehr, sehr genau um und es muss aber eben auch passen und es muss sinnvoll sein. Wir werden nichts tun, nur um etwas getan zu haben, um die Öffentlichkeit vielleicht zu beruhigen. Aha. Wir haben gesehen, dass wir durchaus Alternativen haben. Ne? Wir haben heute auch auf Finn, auf Slatti, lange Zeit auf Max auch verzichten müssen. Trotzdem hat Ishak ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Kainzi hat sich heute endlich mal belohnt mit dem Tor. Yeah. Und ich glaube schon, dass wir durchaus Alternativen im Kader haben. Wenn wir was Passendes finden, dann werden wir noch einen Spieler dazunehmen. Ansonsten muss man eben bewerten, dass der ein oder andere Spieler vielleicht auch unzufrieden ist, weil er letzten Wochen, Monate nicht so viel gespielt hat. Auch dort kann es sein, dass wir vielleicht auch noch einen Abgang haben, den einen oder anderen. Und wenn wir da
Spiele abgeben sollten, dann könnte es durchaus sein, dass wir diese Position dann eben auch nochmal 1:1 ersetzen werden. Wie gut sind deine Kontakte in die alte Heimat Nürnberg noch? Ganz gut? Ganz gut. Okay. Weil ich habe irgendwo gelesen, dass ein Nürnberger Spieler im Fokus des SV Werder Bremen und seines Sportmanagers ist. Kann das sein oder habe ich mich da verlesen? Ist dir nicht bekannt? Weiß ich nichts von. Okay, gut. Habe ich mich verlesen? Nein, also es ist so, dass Nürnberg im Moment in der zweiten Liga eine sehr, sehr gute Rolle spielt und dass wir uns natürlich insgesamt bei solchen Clubs, dass wir diese Spieler natürlich auch kennen, das ist klar, aber ob dann wirklich ein Spieler so, ob wir konkretes Interesse an einem Spieler haben, das kann und möchte ich hier. Nö, da habe ich mich eben verlesen. Kommentieren. Das ist ja völlig, nein, das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir wollen über das heutige Spiel zum Abschluss nochmal reden. Das war ein verdienter Sieg, aber am Ende hart erkämpft. Ja, aber das gehört dazu. Ne? Und ich glaube, dass die Mannschaft das bei allen vielleicht negativen Erlebnissen, die wir auch in der Hinrunde hatten, dass man der Mannschaft das nicht vorwerfen konnte, dass sie alles gegeben hat, dass sie sehr, sehr viel investiert hat, sehr, sehr viel gearbeitet hat, als Team auch aufgetreten ist. Und das hat sich in den letzten Wochen dann auch in den Ergebnissen bemerkbar gemacht. Und heute sind die Jungs auch wieder trotz der englischen Wochen, die wir zuletzt hatten, unheimlich viel marschiert und haben sich den Sieg absolut verdient. Ich weiß, dass Frank Baumann zu den Menschen gehört, der sagt, er möchte niemanden in den Vordergrund stellen, so war er als Spieler, so ist er auch als Manager, aber einen Satz wollen wir doch nochmal eben verlieren über die taktische Formation, die Florian Kohfeldt heute gewählt hat, die ich hochinteressant fand, dass nämlich plötzlich einer, der, sagen wir mal, in den vergangenen Wochen und Monaten eher mal gelegentlich gespielt hat, mal so eingewechselt worden ist, ich rede von Jerome Gondorf, heute eine Hauptrolle gespielt hat. So jedenfalls war meine Sicht der Dinge. Für mich der beste Mann auf dem Platz, unglaublich viele Wege gemacht, Scorerpunkte gesammelt, fast selber ein Tor erzielt. Wie analysierst du dessen Leistung? Hast du perfekt analysiert eigentlich schon. Okay. Nein, war ein richtig gutes Spiel von ihm, war an den ersten zwei Toren beteiligt, hat dort sehr, sehr gute Zuspiele abgeliefert und wir konnten die sehr, sehr gut nutzen. Insgesamt auch wieder sehr, sehr viel gearbeitet und Jerome hat leider eben am Anfang nicht so viel gespielt. Wenn er gespielt hat, dann waren es sehr, sehr unglückliche Spiele der Mannschaft, yeah, wo man als Einzelner eben auch nicht glänzen konnte. Aber ich glaube, heute hat man gesehen, welche Qualitäten er hat und dass er für uns auch in der Rückrunde ein sehr, sehr wichtiger Spieler werden wird. Warum ich das frage, hat natürlich auch einen bösen Hintergrund, weil ich natürlich auch mir immer die Frage stelle, wir haben ja den einen oder anderen auch noch im Kader, wir haben heute ja noch einen zweiten gesehen mit Aaron Johansen, der auch irgendwie lange, lange Zeit weg vom Fenster war und jetzt auf einmal wieder Chancen hat. Also man kann sich dann doch auch wieder in die Mannschaft reinspielen. Das ist nicht unmöglich, auch nicht beim SV Werder Bremen, erst recht nicht. Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, das hat Florian Kohfeldt ja auch vom ersten Tag an betont, dass wir alle Spieler brauchen werden, dass jeder seine Chance bekommen wird. Und das hat sich in den letzten zwei, drei Spielen ja auch gezeigt. Auch Ishak hat nicht so viel gespielt, jetzt zwei Spiele in Folge getroffen auch. Und das zeigt, dass wir die Qualitäten haben und dass wir jeden Spieler brauchen. Wie alt sind deine Kinder jetzt? 17 und 14. Glauben die noch an den Weihnachtsmann? Nicht mehr wirklich, okay. Nee. Gut, also ich dachte nur, das fragst du nochmal. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Ich habe noch keins, nein. Ah ja, okay. Ist ja noch Zeit. Ja, finde ich, klar. Ich meine, gehst du heute in den Fanshop, kaufst du das Werder-Buch von 9,80 Euro, machst du alle glücklich. Ne? Also das an dieser Stelle auch nochmal. Was schenkst du deiner Frau? Wir sind ja unter uns, hast du ja eben selber gesagt. Verrate ich nicht. Okay, nein. Gut, es wird sehr viel Liebe sein. Apropos Liebe, wir haben noch was für die Fans. Nämlich unsere VW-Girls, VW-Hostessen. Nein, die sind nicht für die Fans. Nein. Das wolltet ihr jetzt wieder missverstehen. Sorry. Also, Frank Baumann zieht jetzt den Gewinner oder die Gewinnerin aus unserem kleinen VW-Gewinntippspiel. Ja, wie wird das heutige Spiel ausgehen? 3-2. Und wer schießt das erste Werder-Tor? Ishak Belfodil. Ich gratuliere von Herzen. Gott sei Dank heißt der Mann Christian mit Vornamen und kommt aus Soltau und hat den Nachnamen Christian Bartel. Lieber Herr Bartel, wenn Sie hier sind, kommen Sie zu uns, dann kriegen Sie Ihre Präsente. Wenn nicht,
Dieter Alz, der Leiter der Fußballschule, geht auch schon. Schöne Weihnachten, lieber Dieter. Tschüss, Dieter. Also, er ist nicht da, aber er bekommt doch... da ist er. Einen großen Applaus für Christian Bartel aus Soltau. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Sie werden gleich reichlich beschenkt werden. Nicht vom Weihnachtsmann, von den beiden Christkindeln hier. So, und Ihnen, meine Damen und Herren, möchte ich jetzt nicht noch einen Applaus abbringen, sondern ich möchte Sie bitten, Frank nochmal einen großen Applaus zu spenden. Einen Dankeschön-Applaus für die harte Arbeit, die er geleistet hat. Er hat jetzt auch mal eine Pause verdient. Er wird das mit unserem SV Werder, wie wir alle schon schaukeln. Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Werderanerinnen und Werderaner, eine ganz schöne Weihnachtszeit. Seien Sie mit Ihren Lieben zusammen, öffnen Sie Ihre Herzen, kommen Sie gut ins neue Jahr und drücken Sie unserem schönen SV Werder Bremen in der Rückrunde immer fest die Daumen. Und Sie wissen ja, wir sind die Guten. Wir sind die Guten. Also, alles Gute, schöne Weihnachten.